In Matthäus 6 finden wir eine sehr bekannte Bibelstelle. Dort sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? In dieser sehr bekannten Bibelstelle steckt natürlich sehr viel drin. Vielleicht hast du schon mehrere Predigten darüber gehört. Ein Aspekt, der mir heute sehr wichtig ist, ist folgendes. Niemand kann zwei Herren dienen. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Ich meine damit, du kannst nicht Gott dienen und deinen Sorgen. Du kannst nicht Gott dienen und deinen Problemen. Du kannst nicht Gott dienen und deinen Krankheiten. Du kannst nicht Gott dienen und deinen Mangel oder deinen negativen Lebensumständen oder deinen schlechten Beziehungen oder was auch immer. Niemand kann zwei Herren dienen. Und diese Dinge, gerade Sorgen, haben das Potenzial, unser Denken, unser Reden, unseren ganzen Sinn völlig in Beschlag zu nehmen. Das ist die Absicht des Feindes. Wir haben Sorgen über sonst was und kommen gar nicht dazu, dem Herrn zu dienen, weil wir eben in diesen Sorgen gebunden sind. Über das Leben oder was auch immer. Sie wollen unser Denken bestimmen. Sie wollen unsere Zukunft bestimmen. Und das sagt Jesus genau. Er sagt, passt auf, Leute. Er hat das hier an dem Beispiel von dem Mammon gebracht. Aber genauso hier, seid nicht besorgt. Seid nicht besorgt. Nein, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Dient Gott und ihr habt völlige Genüge. Dient Gott und es ist euch genug. Der Feind versucht uns durch alles Mögliche genau davon abzuhalten. Er versucht genau das zu verhindern. Er versucht durch das, was er ist, sein Name heißt Diabolos, der Dazwischenwerfende, genau etwas dazwischen zu werfen, dass wir eben nicht Gott dienen, sondern dem, was eben an Schwierigkeiten in unserem Leben ist, an Krankheiten, an Notsituationen. Und wir fangen uns an, um das Ding zu drehen, darum zu reden und es besitzt die Gefahr, uns völlig in Beschlag zu nehmen und unsere Zukunft zu rauben. Sorgen sind unter Umständen auch eine dämonische Macht. Sorgengeist, ein Sorgengeist. Ein Sorgengeist kann eine Person völlig von allem berauben, was der Herr für sie hat. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir erkennen, nicht die Sorgen, nicht die Probleme, nicht die Herausforderungen, nicht die Schwierigkeiten, nicht die Krankheit ist das Größte in deinem Leben, sondern Jesus ist das Größte in deinem Leben. Der Herr ist das Größte in deinem Leben und ihm musst du dienen. Und ihm sollst du dienen und darfst du dienen, ob du dich wohlfühlst oder nicht und ob du den Eindruck hast, dass irgendwas gut läuft oder nicht gut läuft. Er ist würdig, dass du ihm dienst und nicht Mammon, also Mangel oder Probleme oder Sorgen oder was auch immer als so ein Riese in deinem Leben stehen mag. Bring das in die richtige Ordnung. Diene Gott, sorge dich nicht, sorgt euch um nichts, sondern dient Gott. Das ist auch diese Bibelstelle. Vielleicht spricht das dich an, vielleicht ist das etwas, was genau für dich gilt. Dann nimm es für dich an in dein Herz und sag, jawohl, ich werde ab jetzt dem Herrn dienen, ich werde auf ihn schauen und die Dinge, die in meinem Leben schwierig sind, werden den richtigen Stellenwert bekommen. Ich werde sie als schwierige Dinge erkennen und beurteilen und benennen, aber nicht als etwas, was mein Leben raubt oder was mich davon abhält, dem Herrn wirklich mit ganzem Herzen zu dienen. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.